Herzlich willkommen bei wir24.tv. Ich freue mich, heute hier zu sein im Foyer de la Danse, und zwar bin ich in der Deutschen Oper. Ganz besonders freue ich mich heute auf Jana Salenko. Sie ist erste Prima Ballerina und Solistin des Staatsballetts Berlin. Mal sehen, was uns erwarten wird. Ich bin jetzt total gespannt, stehe hier in einem der sogenannten Ruheräume des Staatsballett Berlin mit Frau Erlebach. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was genau findet hier statt? Ja, also wir haben ja eine große Kompanie, sind 81 Tänzerinnen und Tänzer, und es wurde eine Studie durchgeführt mit den Schlafmedizinern von der Charité, und da sollte herausgefunden werden, was Tänzer, die einen sehr anspruchsvollen Job haben, was für Bedürfnisse die haben, und es ist wichtig, dass die auch mal die Möglichkeit haben, nicht nur zu Hause, sondern auch an ihrem Arbeitsplatz sich ausruhen zu können. Und deswegen haben wir hier eine Entspannungsliege, und wir haben auch noch zwei weitere Betten und noch ein Wasserbett, und da kann dann jeder, der das mal braucht, mal einen Powernap machen oder auch mal länger schlafen und den Körper regenerieren, damit dann am Abend bei der Vorstellung wieder alle Kraft da ist. Frau Erlebach, man sieht jetzt hier wunderschöne Kostüme, vor allem jetzt aktuell zur Produktion Dornröschen. Diese Kostüme, sind das die, die angezogen werden von den Darstellern? Genau, also wir hatten Premiere am 13. Mai, und die Kostüme wurden extra handgefertigt für diese Produktion und auch persönlich für jede Tänzerin und jeden Tänzer auf den Leib geschneidert sozusagen. Also da steckt sehr viel Arbeit drin und ist bis ins Detail ausgearbeitet. Also wenn jetzt hier auch nochmal eine Schneiderei aktiv ist, wird dann von jedem Tänzer einzeln das Maß genommen und angefertigt, ja? Genau, also es ist auch so, dass die verschiedenen Besetzungen, da hat jeder auch sein eigenes Kostüm. Es ist auf den Leib geschneidert. Es ist ja auch alles sehr eng anliegend und muss gut passen, damit man sich auch gut bewegen kann beim Tanz. Das Kostüm soll ja nicht nur gut aussehen, es soll auch optimal beim Tanzen nicht auffallen dem Tänzer. So, jetzt sitze ich hier mit Jana. Jana, du bist ganz entspannt und relaxed. Du liegst ja auf dem Massagesessel. Bist du öfter hier? Nein. Ich wünsche ganz oft hier zu sein, aber wann habe ich freie Minuten? Natürlich, das ist das Beste, was es gibt im Staatsballett. Nein. Massagesessel. Dein Körper wird sehr stark in Anspruch genommen. Jeden Tag hartes Training. Hast du oft Schmerzen? Ja, oft Müdigkeit, das immer bleibt, und krampft oder so immer. Ich bin auch Mensch. Hast du dich schon mal so stark verletzt, dass du komplett einen Break machen musstest, oder konntest du bisher immer weiter durchtanzen in deiner Laufbahn? Doch, ich hatte auf der Bühne manchmal Waden gerissen. Und ich habe weiter getanzt. Und danach, ich habe zwei Wochen ruhig. Und nach zwei Wochen zurück. Das war meine Ruhe. Also, es ist ja auch ziemlich bekannt, dass viele Tänzer trotz Schmerzen weiter trainieren, oder? Mhm. Ich denke, unser Körper hat so viel Muskel, dass egal was passiert, das hält immer noch. Nur so Kleinigkeit, das nur hält. Aber ja, dass immer Schmerzen immer bleiben. Aber muss man geben, so frei geben oder los. Oder Körper sagt, du musst Stopp haben oder
Oh ja. Achtest du sehr auf deine Ernährung? Nee. Ich muss weniger Süßigkeit essen. Das muss ich in meinem Kopf sagen, dass ich muss lernen, weniger Süßigkeit. Das ist mein größtes Problem. Speziell aus. Was genau ist das hier? Ich denke, das ist speziell für die Tänzer gemacht, so leicht Workout zu bilden, Muskel und mehr kräftiger zu sein. So, ich denke, so leicht, nicht so wirklich mit Stange, so ein bisschen leichter Workout. So, jetzt sind wir hier in der Garderobe von Jana Salenko. Jana, das ist so süß. Oh mein Gott, ich finde es so schön. Man sieht hier Spitzenschuhe, mehrere Paare, Tütüs hier oben. Wie oft und wie lange hältst du dich hier in diesem Raum auf? Das ist mein so wie Zuhause-Raum und das ist alles mein Leben, kann man sagen. Das ist, was es hinter Kulissen, was es gibt, das ist hier. Das vorbereitet Spitzenschuhe, Ruhe vor der Vorstellung oder vor der meiner Probe, alles hier. Jetzt die Frage, du hast eine Show, eine Vorstellung. Wie viele Spitzenschuhe brauchst du pro Vorstellung? Ich vorbereite selber so manchmal 10 Stück. 10 Stück. Und für eine Vorstellung? Ja, wow. Und ich trainiere, tanze und vor der Vorstellung habe ich nur 2. So, und dann, ich weiß, dass sicher habe ich nur 2. Ist dir schon mal passiert, dass eins kaputt gegangen ist? Du hattest Vorstellungen und musstest mit einem kaputten Spitzenschuh weiter tanzen? Ja, ich war in Royal Opera House und Ballett, das muss nur einfach von Anfang an stehst du auf der Bühne und bis zum Ende fast erster Akt du bleibst. Und ich sitze auf dem Stuhl und dann ich gucke nach hinten, nach unten und dann ich sehe meine Spitzenschuhe hier los kaputt gegangen und Loch. Und dann ich dachte, ich kann nicht weggehen, das Vorstellung geht an und dann ich sitze und dann, oh Gott, ich muss so tanzen, was ist. So ich habe getanzt, aber meine Gefühle waren nicht so genießen. Ich weiß, dass meine kaputte Schuhe und ich muss tanzen und alles locker und glücklich zu sein, so war schwer. Fiel das auf? Hat das irgendjemand gesehen oder nur du? Nur ich. Ich denke ich, aber vielleicht jemand gesehen von der Seite, dass es ein Loch. Du hast ja nochmal Glück gehabt, dass da alles gut gegangen ist und ja. Du dich nicht verletzt hast. Ja. Kannst du dich daran erinnern, als wir damals zusammen mehrere Stunden Zug gefahren sind von dem Weg Münster nach Berlin? Es war ein Unwetter und du hast eine Gala in Münster gehalten. Ich kann mich erinnern, dass es bestimmt 7 Stunden war, weil der Zug hatte Verspätung. Wir waren auf dem Bahnsteig, es war kalt und du hast mir sogar eine Hose geliehen. Ja, wir hatten nur Koffer und was wir haben, das nur Sachen für Ballettsachen und ich habe was gegeben, was ich hatte. Das ist sehr schön und sehr menschlich vor allem. Jana, ich würde gerne mal wissen, wie ein Alltag bei dir im Theater aussieht. Du kommst morgens um 8 Uhr her oder um 9 Uhr. Was passiert dann? Ich versuche vorbereitet für meinen ganzen Tag. So, ich weiß meine Planung. So um 9 Uhr komme ich in die Oper und aufwärmen für die Klasse um 10 Uhr. So, Haare machen und anziehen. Nach dem Klasse gucke ich meinen Probeplan, was ich habe. Ja, das ist mein Tag und dann sofort nach Hause zu Kindern und mir normaler Mensch. Wo nimmst du die Kraft her, zwischen Familie und vor allem Kindern und Mann zu switchen? Ich finde immer Kraft. Ich finde, das ist Leben und das macht Spaß, aufstehen und früh morgen aufstehen um 6, egal wann, und mit Kindern zu spielen und
zum Beruf, wann habe ich Zeit, dann gebe ich alles, so ganze Liebe, und ich genieße jede Zeit, im Studio zu sein oder auf der Bühne zu sein, und zu Hause auch genieße ich mit Kindern. Du bist mehrere Stunden im Ballettsaal als zu Hause, oder? Nee. In dieser Zeit, ich habe nicht so lange, nur so, ich habe dann Russin und manchmal einfach eineinhalb Stunde, das ist meine Probe und das war's. Und halbe Tag habe ich Familie. Dein Mann Marian Walter ist auch Tänzer. Seht ihr euch regelmäßig auch noch beim Ballett und auch zu Hause, oder ist es mittlerweile anders von der Aufteilung her? Jetzt ist es weniger, weil ich habe viele Kinder jetzt zu Hause und er hilft mir viel. Und ich tanze mit anderen Partnern und ja, ich sehe nicht so oft ihn, nur zu Hause. Bei drei Kindern, also für jede normale Person, das kann man nicht so ganz nachvollziehen, wie man drei Babys haben kann oder drei Kinder und dann als Ballerina noch auf den Weltbühnen unterwegs ist. Gibt es da ein Geheimrezept? Ich habe viele Helfen von meiner Mutter, von meinem Mann, von meinem Vater jetzt. So viele versuchen unterstützen, das ist große Hilfe, zur Ballerina zu sein. Hattest du eine lange Pause oder einen Break, also zwischen den Babys, oder wie schnell geht es da wieder zurück? Und auch der Bauch, ich meine, geht das sofort wieder zurück? Drittes Mal war langsam. Ich denke, das Körper gezeigt, dass mit Alter, und drittes Mal, das braucht Zeit und war nicht so schnell sofort zurückgezogen. Und ja, ich war sofort, ich wollte sofort auf der Bühne gehen und arbeiten, weil zu Hause ist auch genießbar, aber das ist anstrengend auch. Und meine Mutter gesagt, sie will auch helfen, und ich dachte, okay, dann gebe ich ein kleines Baby und ich kann trainieren. Deswegen habe ich nach drei Monaten, ich habe schon fast zurück. Es ist schön, wenn man so einen Support im Hinterhalt hat von der ganzen Familie. Mhm. Jana, was ist das Liebste, was du an deinem Job magst? Liebste im Moment, ich würde sagen, ich freue mich, dass ich noch tanze und ich bin auf der Bühne noch zu sein. Weil das ist Karriere zu kurz und ich genieße jede Minute, und mit Publikum zu sein und das im Rolle und weggehen, das ist mein Körper und innerlich einfach weggegangen. Das ist, ich liebe diesen Beruf. Wie bist du zum Ballett gekommen? Von meinem Vater. Mein Vater früher war so Folklore-Tänzer. Und das ist, er hat Liebe, diese kleine Liebe mit Musik. Und er hat gesagt, okay, willst du etwas zu tanzen probieren? Und ich habe ja gesagt, ja, warum nicht? Und ich habe in Tanzakademie gegangen und ich wusste nicht, dass es war Ballett. Und Lehrerin gecheckt mich und gesagt, weißt du, das ist Ballett, aber bist du schon alt für Ballett? Ich war nur 12. Und dann ich habe gesagt, ja, ich will mit 12, und das war für mich so ein großer Schritt, und ich habe entschieden, dass es diesen Beruf zu nehmen. Wie schafft man das mit 12 Jahren, also so renommiert zu sein? Du bist ja auch, glaube ich, in Kiew, in Donetsk, an einer Schule gewesen, oder wo? Angefangen in Kiew, in der Tanzakademie. Und mein Lehrer war gut kontaktiert mit der Schule von Donetsk, und ich habe dort angemeldet und gesagt, ja, sofort. Und ich war mit 14 in Donetsk.